Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 Online. Ja, YouTube Gamescom ist wieder da in Los Santos. Wir spielen auf der Map Los Santos. Meine Waffenklasse ist Plünderer Pro und ja, hier der Bulle hat keine Chance gegen mich. Heute geht es mal um ein ganz besonderes Thema. Ich denke, das soll auch gar keiner irgendwie hier mitbekommen, großartig, was das Thema ist. Und mein Thema heute ist Drogen. Und ich habe auch Erfahrungen mit Drogen machen müssen. Und ich erzähle euch heute mal, was für Drogen das waren. In meinem Leben habe ich einmal an der Zigarette gezogen. Das waren die ersten Erfahrungen. Das war die Erfahrung mit der Zigarette. Ich habe einmal an einer Zigarette gezogen. Und sonst nie wieder. Nie wieder habe ich an einer Zigarette gezogen, weil das war so widerlich und so ekelhaft. Und bevor ich mich daran gewöhnt hätte, weil der Mensch ist ja anpassungsfähig, ne? Der passt sich an solchen Geschmack an, habe ich Gott sei Dank nie wieder eine Zigarette angefasst. Ich weiß, viele beneiden mich jetzt darüber, weil jeder, der mit Zigaretten anfängt, will es erstmal ausprobieren, weil er es angeboten bekommt. Und dann hört man von vielen Leuten, dass sie aufhören wollen. Sie wollen einfach aufhören mit Rauchen, aber funktioniert nicht. Es ist nicht mehr das Coole. Und Rauchen tun inzwischen die Kinder auch nicht mehr, um cool zu sein, sondern weil sie einfach mal einmal eine Zigarette angeboten bekommen haben und dann eben in die Sucht gerutscht sind. Furchtbare Sache eigentlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Zigaretten, weil es gibt natürlich es ist schon bitter, weil Zigaretten natürlich auch natürlich vieles kaputt machen, natürlich viele Krankheiten, die später kommen, oder ich will hier nicht der Arzt spielen, ihr wisst ja alle die Krankheiten, aber man kann halt einfach nicht aufhören und man darf die Raucher nicht in den Topf schieben. Und wenn ich dann höre von den Veganern, oh, die Raucher sind alle scheiße, die sollte man alle verbannen, hallo, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was für eine Sucht das ist? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was für ein riesiger Stress auf die Leute herrscht, die rauchen? Das ist richtig schlimm, die Leute wollen aufhören, können nicht. Meine Fresse, Alter. Ein bisschen mehr Ehre, ihr Nicht-Muslime. So, Spaß. Also, Cannabis. Cannabis. Wer hat denn nicht schon mal Cannabis genommen? Ich habe es auch probiert, aber ich habe es erstens einmal als Kekse gegessen. Das waren original holländische Kekse, also aus den Niederlanden. Und diese Space-Cookies aus den Niederlanden, das ist auf jeden Fall mal keine gestreckte Ware, sondern das ist alles eigentlich legale Kekse, die in den Niederlanden erlaubt sind. Ich rauche nicht, habe ich euch schon mal gesagt. Ich habe ja gesagt, ich habe einmal eine Zigarette gezogen und das war's. Hab so gehustet, es war so eklig. Und natürlich habe ich Cannabis dann auch in Keksen gegessen und einmal eben pur. Das heißt, ich habe dieses Dope da genommen, diese Blüte oder was das war, dieses grüne Dingsbums da, was so stark gestunken hat, hab das gegessen und es war im ersten Moment keine Wirkung und danach war ich total müde und ich hatte irgendwie Hunger. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte Hunger und ich konnte wirklich so viel essen, wie ich noch nie essen konnte, und als diese Wirkung von Marihuana nachgelassen hat, da musste ich kotzen, weil ich einfach viel zu viel gegessen habe. Ich habe alles gegessen. Ich hätte 4, 5 Döner essen können. Das wäre alles kein Problem gewesen. Und ja, vielen Dank für den Heli. Und ja, das waren auf jeden Fall meine Erfahrungen. Die anderen Drogen habe ich nicht genommen. Alkohol trinke ich ab und zu mal. Ein Wein oder so, oder auch ganz selten Bier. Aber wenn ich Alkohol trinke, dann natürlich in großen Mengen, weil ich will auch die Wirkung haben. Das ist mir auch sehr wichtig. Verdammte Scheiße! Das ist mir auch verdammt wichtig. Und ja,
Alkohol ist aber schon eine sehr aggressive Sache. Ich habe schon mal gespürt, als ich mal ein bisschen zu viel getrunken habe und Migräne hatte. Man denkt wirklich, man verreckt, Alter. Man verreckt, man kotzt, man ist trocken, man muss kotzen. Es ist alles ganz schlimm. Alkohol, fiese Droge, ganz fies, noch fieser als Zigaretten. Gleichzustellen mit Heroin, würde ich sogar sagen, wenn man es übertreibt und jeden Tag 2 Flaschen Korn säuft. Jo, der Rest von den Drogen habe ich nie konsumiert und will ich auch nicht konsumieren. Mir muss keiner sagen, dass man im Leben Kokain probieren muss. Das ist eine Lüge, das ist Quatsch. Man muss auch kein Heroin probieren, das ist auch Quatsch. Das sind alles Leute, die sagen, wenn Leute sagen, man muss Heroin probiert haben, das sind Leute, die Drogen nehmen. Vielleicht auch selbstverliebt sind. Man muss das nicht nehmen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Rauchen muss man auch nicht. Aber ich würde schon sagen, dass man im Leben mal Alkohol trinken sollte. Zumindest mal ein Wein oder ein Bier, weil das auch natürlich Nationalgetränke sind hier auf der Welt oder in Deutschland oder in vielen anderen Ländern. Aber Cannabis, das würde ich euch sowieso nur in Keksform empfehlen, wenn ihr überhaupt nicht raucht. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Schreibt eure Drogenerfahrungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao. Moin, moin.